Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder unseren Kanal eingeschaltet habt. Und ich werde mir heute Leberbraten. Leberbraten wirklich nach Omas Rezept. Was brauche ich dafür? Wie gesagt, die Leber. Dann mache ich mir Kartoffelstampf dazu. Zwiebeln, ein bisschen Speck zum Auslassen, Milch und Gewürze, Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Mehl, um die Leber dort einzumehlen. Anfangen werde ich mit den Kartoffeln, weil die brauchen ja auch eine kleine Zeit, damit die gar werden. Und ich werde diese Kartoffeln in kleine Würfel schneiden, weil ich möchte ja Stampfkartoffeln machen und da brauche ich ja nicht so eine großen Kartoffeln. Ja. Wie gesagt, die Kartoffeln, die werde ich in kleine Würfel schneiden, weil da geht auch der Kochvorgang ein bisschen schneller, weil die werden ja eh zerstampft und da ist das völlig egal, wie die hier im Topf aussehen. So hatte ich ja das bei der Kartoffelsuppe genauso gemacht. Und dann werden die Kartoffeln als erstes auf den Herd gestellt. Die Zwiebeln sind auch fertig, die Kartoffeln sind wie gesagt auf den Herd und jetzt können wir uns an die Leber machen. Ein bisschen Zwiebel würde ich mir aufheben für meine Kartoffelstampf. Das sind ungefähr hier zwei solche Scheiben, das ist völlig in Ordnung, das reicht. Alles andere brauche ich denn für die Leber. So, die Leber, die Pfanne habe ich wie gesagt angemacht. Die Leber wird erstmal ganz leicht, ohne dass sie gewürzt wird, in Mehl gewälzt. Nur ganz zart. Das ist völlig in Ordnung. Das reicht so. Also ich habe mir da mal ein paar Videos angeguckt im Internet, wie Oma ihre Leber macht. Da ist mir schon wieder das Grauen gekommen. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Aber das hatte mit dem Rezept meiner Oma keinsterweise zu tun. Wie gesagt, da kommen einfach nur die Nackenhaare hoch. Auch bei dem Bratvorgang, ich möchte die Leber wirklich durchhaben, weil es ist ja ein inneres Produkt oder Organ. Ne? Manche mögen es vielleicht ein bisschen blutig oder so. Kann man machen, sollte man aber auf Dauer auch nicht immer so essen, wenn das Blut noch rauskommt. Es ist wirklich sehr gesundheitsschädigend. So, dann schauen wir mal, was das Fett macht. Die Leber kann jetzt in den Kiel rein. Schön zum Braten. Aber wie gesagt, gewürzt wird erst, wenn sie eine gewisse Bräune erreicht hat. Ansonsten verbrennt euch das und durch das Salzen und Pfeffern im Vorfeld wird die Leber, wie soll ich sagen, bleibt die nicht so saftig, wie man sie kennt, sondern sie wird sehr zäh. Und das wollen wir ja nicht. Die Kartoffeln, wie gesagt, die kochen auch schön. Sollen wir mal gucken, was die sagen. Einfach mal mit dem Messer hier rein. Nö, brauche ich gar nicht stechen, das merke ich schon. Die können noch ein bisschen kochen. Und die Leber kann jetzt erstmal braten für sich. So, die Leber kann ich schon mal umdrehen. Seht, schön. Aber wie gesagt, zum Würzen ist es noch zu zeitig. Da würde ich noch ein bisschen warten. Die Leber bitte auf mittlerer Stufe braten, damit sie auch richtig, also für mich, schön durchgebraten ist. Also ich mag es nicht blutig, weil wie gesagt, es ist auf die Dauer auch nicht gesundheitsfördernd, wenn man sehr viel über die Jahre blutiges Fleisch isst. Dafür sind wir eigentlich gar nicht mehr geschaffen. Und um sicher zu gehen, ob die Leber auch schon gut ist oder nicht, also hier sieht man es ja, dass er noch so ein bisschen rosa ist, mache ich immer so einen Kita-Test und drücke dann rauf, um zu gucken, ob hier noch Blut rauskommt aus der Leber. Hier kommt noch ein bisschen, also die ist noch gar nicht gut. So, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, wo die Zwiebeln bleiben. Die Zwiebeln kommen am
ziemlich am Ende rein, weil die wären jetzt mit Sicherheit schon schwarz und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte sie noch goldgelb auf meinem Teller haben. So, dann lassen wir mal gucken, was die Kartoffeln sagen. Ja, wunderbar. Die Kartoffeln kann ich abgießen und dann kann ich mich zumindest schon mal um meine Stammskartoffeln kümmern. Die Kartoffeln, die habe ich abgegossen und ich persönlich stelle die immer noch mal ganz kurz auf die Platte zurück, weil es ist immer noch ein bisschen Wasser unten auf dem Boden und ich wollte sie eigentlich nicht so wässrig haben und das tut der Kartoffel nichts, wenn man sie hier noch mal kurz auf den Herd stellt und ein bisschen hin und her schwenkt. So, jetzt können die Kartoffeln schön gestampft werden. Und nebenbei habe ich mir einen Topf hingestellt, um die Kartoffeln ein bisschen cremiger zu machen und würziger. Siehst du, fällt hier wieder alles raus. Ich habe mir ja von der Zwiebel, die ich gleich in die Leber machen werde, so zwei Scheiben aufgehoben. Diese habe ich klein geschnitten. Und wie gesagt, noch ein bisschen Speck dazu zum Auslassen. In dem Topf habe ich wirklich eine Messerspitze Butter reingemacht. Und jetzt kommt der Speck hinzu. Es geht mir nicht an sich um den Speck, dass der in der Kartoffel bleibt, sondern es geht mir um den Geschmack. Und wie gesagt, meine Oma hatte das auch so gemacht. Und ich hatte sie gefragt, warum sie das so macht. Da meinte sie, damit sich die Kartoffel nicht erschrickt, wenn sie die kalte Milch kriegt. Ja, das war die Antwort von ihr. Wie gesagt, ich werde den nur auslassen und ihn dann herausnehmen. Und dann kommen auch die paar Zwiebeln hinein. Und dann kommt die Milch hier in den Topf. Und wenn das schön gestampft ist, kommt diese warme Milch in die Kartoffel mit rein. Und das gibt wirklich einen wunderbaren Geschmack. Also nicht Tüte aufreißen und Milch oder Wasser hinzufügen. Nein. So, das werde ich jetzt erstmal schnell rausmachen, den Speck. So. So. Jetzt kommt die Zwiebel mit rein. Die ist wirklich ganz klein geschnitten. So, der Herd kann auch schon ausgemacht werden. Und dann, wenn die Zwiebel glasig ist, dann wird die Milch reingeschüttet. Das dauert einen Moment. So, jetzt mache ich die Milch hier rein. Die kann jetzt ein bisschen aufwärmen. Die muss ja nicht kochen, die braucht einfach nur warm werden. Ja, das fülle ich in Ordnung. Und jetzt schütte ich das erstmal ganz vorsichtig rein und verteile es, zu gucken, reicht das für meine Kartoffeln oder reicht es noch nicht. So sieht die Leber aus. Ich habe sie gerade gesalzen und gepfeffert und werde sie rausnehmen und dann kann auch schon die Zwiebel rein. So, rein damit. Zwiebel rein. Diese wird jetzt hier schön geschwenkt, bis sie goldbraun ist. Ein bisschen Soße habe ich mir auch noch gemacht. Und dann ist das Essen soweit fertig. Meine Leber mit den Stampfkartoffeln und den Zwiebeln, das Essen ist fertig. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und so ein bisschen animiert, dieses Mal nachzukochen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und gutes Gelingen, guten Appetit und sag mal ganz lieb, tschüss.